Wie das Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt, heißt Ihre neue Doku. Bestimmt das Silicon Valley denn unsere Zukunft heute anders als in dem Zeitraum, als Facebook und Google sich entwickelt haben? Das hat enorm an Dynamik gewonnen und vor allen Dingen an Breite. Ich habe vor 7, 8 Jahren meine letzte Silicon Valley Doku gedreht, mit Angela auch schon damals. Und wir waren beide verblüfft darüber, wie umfassend, wie schnell und wie viel andere Gebiete mit ergreifend die Entwicklung dort geworden ist. Es geht längst nicht mehr nur um Computer und Memory Chips und ein paar Social Networks. Das ist viel, viel breiter geworden. Mit den irrsinnigen Entwicklungen bei Computern und Rechnern, den Social Media, mit der Art, wie wir kommunizieren, damit ist eine Schlüsseltechnologie in Gang gekommen, die alles erfasst, die auch die Medizin erfasst, die Hirnforschung, soziale Verhältnisse, die Art, wie wir als Gesellschaft kommunizieren, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir Stimmungen messen und beeinflussen. All das hat mit dem zu tun, was in Silicon Valley entwickelt wird. Das ist jetzt ein zentraler Punkt, wie es in der Entwicklung der menschlichen Zivilisation ganz selten gegeben hat, dass an einem Punkt alles so zusammenfließt und von dort aus so wahnsinnig viel Energie ausgeht. Und das versuchen wir in den 60 Minuten zu fassen.